Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Michael Nowitzki. Wir kochen heute wieder Veggie, also tolle vegetarische Speisen. Und heute ist unser Hauptdarsteller die Kichererbse. Die Kichererbse habe ich heute mitgebracht in verschiedenen Formen. Die werde ich Ihnen gleich zeigen. Und zwar habe ich die Kichererbse heute in getrockneter Form dabei. Dann habe ich hier ein bisschen Kichererbsenmehl und natürlich auch so aus der Dose unsere gekochten Kichererbsen. Also Kichererbsen gibt es auch in verschiedenen anderen Formen. Die Kichererbse ist ein toller Ballaststofflieferant. Sie sehen auch hier eingeblendet die schwarze Kichererbse. Sie ist eisenhaltig, sie hat Aminosäuren. Also auch sowieso wie die Hülsenfrüchte zurzeit einen Einzug in die Küchen haben und einen großen Fleischersatz herstellen. Also Eisen ist sehr gut für den Transport unseres Blutes. Vitamin C, Ballaststoffe, also ein Superfood, wie man jetzt so schön sagen würde. Ich probiere dieses Wort ein wenig zu vermeiden, aber es ist wirklich ein Superfood und es schmeckt hervorragend in den verschiedensten Formen. Nur wieder mein großes Problem, was machst du mit Kichererbsen? Ich will Ihnen ja ein bisschen Unterhaltung bieten und möchte Ihnen natürlich auch zeigen, was man außerhalb der Norm, was jeder so kennt. Also mir ist natürlich sofort eingefallen Falafel. Aber da bin ich ja schon wieder bei meinem alten Thema, schon wieder Klößchen, Plätzchen, Kartoffelpüfferchen. Da habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. So, und dann habe ich überlegt, ja, was machen wir? Also ich habe jetzt tatsächlich in dem Menü, was wir heute kochen werden, die Kichererbse zweimal eingebaut. Wir nehmen das Kichererbsenmehl her und wir nehmen die gekochten Kichererbsen her. Im Prinzip, wenn Sie einen guten Kutter haben und kein Mehl finden im Laden, dann nehmen Sie sich einfach die getrockneten und hacken die halt in den Kutter rein. Dann haben Sie auch Kichererbsenmehl. Das Gelbe können Sie auch mit einem schönen Reis machen oder sowas. Dann wissen Sie tatsächlich, was drin ist. Kaufen Sie sich eine schöne Mühle, was waren das früher, diese Kaffeemühlen. Die gibt es jetzt wirklich mit einem guten Motor, wo Sie wirklich Reis oder getrocknete Hülsenfrüchte sich ihr eigenes Mehl draus basteln können. Und aus diesem Mehl können sie ganz tolle Sachen machen und das Weizenmehl sozusagen umgehen. Probieren Sie es einfach mal aus zu Hause. Und wenn Sie wirklich das Produkt in der Rohform haben, dann können Sie wirklich sicher sein, da sind wirklich nur gute Sachen drin. In dem Pulver ist Pulver, hat jemand anders schon gemahlen sozusagen. Es ist immer schon. Ja, die Kichererbse in Englisch Chickpeas und im Lateinischen ist die Erbse die Ziza. Also Ziza, Ziza ist quasi die Erbse, Erbse. Auch mal so den Hintergrund. Deswegen auch Chickpea hat mit dem Hähnchen, dem Chicken, also überhaupt nichts zu tun. Und mit Kichern hat es eigentlich auch wenig zu tun. Gut, also wenn Sie ganz, ganz leise sind und die Erbsen im Wasser kochen, das erzähle ich meinen Kindern, dann hören Sie sie ganz leise kichern. So, das könnte man so ein bisschen erzählen. Was machen wir dazu? Wir machen einen Couscous-Salat, wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, so ein Taboulé, sowas in der Art. Da schmeißen wir ein bisschen Gurke rein, ein bisschen Paprika rein, schöne Kräuter, Zitronensaft, Olivenöl, relativ klassisch. Wichtig ist beim Couscous-Salat, dass der Couscous den richtigen Gargrad erhält. Also kochen Sie Ihren Couscous nicht, sondern übergießen Sie ihn einfach mit einer schönen gewürzten Brühe. Die habe ich hier vorbereitet. Die muss aber kochend heiß sein, deswegen mache ich die jetzt einfach noch mal an. So, es gibt also Couscous und dann machen wir aus dem Kichererbsenmehl machen wir unsere Kichererbsen-Chips. Das ist eine ganz tolle Sache, relativ einfach zu machen. Man rührt sich einen Teig zusammen, das machen wir gleich. Kichererbsenmehl, Wasser, ein paar Gewürze, ein bisschen Olivenöl. Und dann muss der eine halbe Stunde ruhen. Dann werden wir einen schönen Blatt rollen, so dünn wir es schaffen. Und dann schneiden wir uns eine Form aus, nach unserem Belieben. Also Sie können Vierecke, Dreiecke, Zickzack,
Zacken, Blitze, Tannenbäume ausschneiden, wie Sie wollen. Dann kommt das Ganze auf ein Backblech mit Backpapier und kommt bei Ober- und Unterhitze 200 Grad, 5 Minuten von beiden Seiten, haben Sie tolle Chips. Die können wir, den Teig können wir vorher schon ein bisschen würzen. Ich habe hier ganz tolle Fenchelsamen dabei und ein bisschen Kreuzkümmel. Da gehen wir also in die orientalische Richtung, weil die Kichererbse ist einfach da zu Haus und schmeckt einfach lecker. Dann haben wir einen ganz tollen Teig. Den können wir im Nachhinein noch mal ein bisschen marinieren, sozusagen mit ein bisschen Paprikapulver und Salz. Aber nur, wer möchte. Und also Couscous-Salat, unsere Kichererbsen, Chips und dazu gibt es ein schönes buntes Gemüse. Das braucht in unserem Fall am längsten, deswegen fange ich damit gleich an, bevor ich mich hier verquatsche. Also ich habe das Gemüse hier hinten schon gewaschen. Ich nehme ein Pak Choi her, kennt bestimmt ein jeder. Asiatische Küche, super Sache. Dann nehme ich mir eine Paprika her, ich nehme mir eine Gurke her. Ja, gut, hier geblieben. So. Dann habe ich hier japanische Aubergine. Tolle Sache, sieht mega aus, kostet auch viermal so viel wie eine normale Aubergine, ist aber tatsächlich nur eine Aubergine. Bisschen fester im Fleisch, sehr lecker im Geschmack. Wir schneiden uns das in schöne Stückchen, marinieren das mit den anderen Gemüsen zusammen. Hier die Gurken werden wir auch heute warm verzehren. Ich habe sie schön gewaschen, wir lassen die Schale dran, machen das Gehäuse raus, machen uns nur Viertel draus. Knoblauch, Olivenöl, Salz, ein bisschen Honig. Wupp, ab in den Ofen. Tolle Sache, Sie werden sehen. So, dann habe ich hier noch eine Spitzpaprika. Gut, habe ich ja die andere. Dann nehmen wir uns ein bisschen hier gelbe Peperoni her. Und ich glaube, ein, zwei Tomaten werden wir auch dazu nehmen. Getrocknete Tomaten machen wir uns so ansatzweise. In einer anderen Sendung knöpfen wir uns die Tomaten noch mal richtig vor und machen richtig schöne getrocknete Tomaten im Backofen. Die können Sie sich dann wegsperren, einsperren und zu allem reinsperren. Sie können dann Pesto draus machen, Sie können das einfach so knabbern. Getrocknete Tomaten, es gibt halbgetrocknete Tomaten. Das können Sie dann steuern zu Hause, wie Sie es gerne hätten. So. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ja nicht zum nur Reden hier. Natürlich wollen Sie auch was hören. Und jetzt werde ich auch ein bisschen was machen. Wir schneiden unser Gemüse, marinieren das einmal und dann kommt es in den Ofen, damit wir das dann schön garen können sozusagen und dann zum Ende der Sendung auch fertig ist, damit wir ein tolles Gericht präsentieren können. So, einmal längs halbieren, da machen wir uns gar nicht lange rum, das kennen Sie. Da machen wir das Gehäuse raus, weil das ist ein bisschen wässrig, das brauchen wir im Endeffekt dann nicht. Dann machen wir einfach nur zack, zack, zack. Das Gehäuse können Sie sich auch gerne aufheben, also das wässrige Gekern da drin. Und schmeißen Sie es in ein Töpfchen, Essigöl dazu, eine Zehe Knoblauch, einen Schuss Zitronensaft und Sie haben einen leckeren Dressing. Sie können sich daraus einen tollen Dressing machen. In dem Fall ist es unser Abfallprodukt, wir brauchen es nicht. Ich muss jetzt gucken, wie ich das geschickt hier wegschaffe. Ich nehme einfach sowas. So. Ja. Fast geschickt. So. Jetzt wischen wir noch ein bisschen über unser Brett drüber, dann haben wir das Wässrige weg, dann können wir direkt weiterarbeiten. So, also wir haben hier eine leckere Gurke, dann nehmen wir unsere tolle japanische Aubergine. So. Dann den Pak Choi. Schneiden Sie oben ein bisschen Würzelchen weg. Ich schneide auch immer ganz gerne, wenn ich es im Ofen mache, das Grüne weg, aber das schmeiße ich natürlich nicht weg. Das hacken Sie sich klein, streuen es später oben drüber. Das ist im Prinzip ähnlich wie Spinat. Das ist also der Mangold, der Baby-Mangold, nennt sich Pak Choi, ist ein toller Name, wird im asiatischen Raum auch viel mehr benutzt, wächst aber auch hier. Also hat überhaupt keine Probleme im heimischen Garten. Probieren Sie es mal aus. Was ich immer schade finde, ist, diese Frucht sieht so toll aus. Die meisten, oder ich habe es früher auch so gemacht, einfach dann runtergeschnitten und dann kann eh keiner mehr sehen, was das mal war. Ob das Spinat war oder ob das mal ein Pak Choi war oder ein großer Mangold oder ein kleiner Mangold, weiß keiner mehr. Deswegen, ich denke immer, es macht immer mehr Spaß, wenn man die Frucht auch sieht oder das Gemüse, was es war und dass es immer noch ist. Deswegen nehmen wir es einfach links her und vierteln die ganze Geschichte. So, ja. Und dann marinieren wir das einfach mit. Hat zwei Vorteile. Es gart viel schneller, es ist schön. Und Sie haben dann später noch das Stück, also beim schönen, es sieht einfach auch toll aus später, ja. Also
Schöner kann man es gar nicht erfinden, wie die Schöpfung also auch von der Grazie, von der Ästhetik her. Das ist nicht nachzumachen, liebe Zuschauer. Also das ist einmalig, was die Natur uns bietet, was die Schöpfung uns bietet und was wir daraus machen. Schauen Sie sich das mal an. Also schöner kann man es nicht erfinden. So, wir schmeißen das in unsere Schüssel. Die Aubergine. Zack. Zack, zacki, zacki, zacki. So, auch da rein. So, dann nehmen wir die Spitzpaprika, die ist super. So, das hier weg, klatsch, klatsch. So, bravo. Da nehmen wir auch einmal längs und schöne, gemütliche Stücke, dass man später wirklich sieht, oh, lecker, ich will das Stück Paprika, ich will dieses Stück Aubergine haben. Das machen wir ganz grob. Schön bunt muss es sein und es muss Spaß machen und lecker sein. Hier haben wir noch eine gelbe Peperoni. So, dann mache ich die Kernchen raus. Ich habe da unten so einen Müllschlucker, der nimmt alles auf. So, mache ich auch ganz grob. So, die Gurken halbiere ich nochmal. Zack. Gurke, über 90% Wasser, ungefähr 95%. Ist warm, oft eine knifflige Sache, wenn man sie warm zubereitet. Was schön ist, so als Gemüse, Gurkengemüse, ein bisschen geschmort, mit ein bisschen Dill, mit ein bisschen Zwiebeln, angeschwitzt in Butter. Wunderbare, leckere Sache zu Fisch oder vegetarischen Speisen natürlich auch. Vorwiegend. So, dann haben wir noch Tomate. Ich habe hier ganz schöne San Marzano Tomaten. Die nehme ich jetzt einfach auch her, die halbiere ich, beziehungsweise die viertel ich längs. Und dann würzen wir das alles, schmeißen es aufs Blech. Und ab dafür. Ne? Da machen wir uns gar nicht lange rum, das wissen Sie. Also einfach alles grob zusammengeschnitten. Jetzt würzen wir den Krams mit ein bisschen Salz, wie immer. Ich kann auch später noch nachwürzen, wenn ich sehe, oh, das Gemüse, es reagiert ja verschieden. Die Aubergine zum Beispiel saugt sich auf wie ein Schwamm, wenn sie Öl sieht. Ja? Andere Speisen, zum Beispiel wie die Tomate und die Gurke, haben viel Wasser. Die verhalten sich, die brauchen auch ein bisschen Öl für die Marinade. Deswegen, man kann auch später noch nachwürzen. Machen Sie sich nicht verrückt. Bisschen braunen Zucker. Ich kann da jetzt alles Mögliche reinschmeißen. Ich kann da Dill reinschmeißen. Ich kann Rosmarin, Thymian reinschmeißen. Sie kennen das auch aus anderen Sendungen. Ich bin großer Freund von reinschmeißen aufs Blech. Auf Wiedersehen. So, jetzt machen wir ein kleines bisschen Knoblauchöl. Das haben wir in einer Sendung gemacht. Das haben Sie schon gesehen und mitbekommen. Tolle Sache. Habe ich immer da. Hält sich ewig. So. Hier kocht schon meine leckere Brühe und ich nehme jetzt noch ein bisschen Olivenöl. Viel mehr brauche ich gar nicht. Ne? So, Knoblauch habe ich drin. So, das mischen wir jetzt einfach einmal schön durch und ab in den Ofen dafür. Da kriegt man schon Lust beim Zuschauen. Sehen Sie, wie schön bunt das ist. Das, also, ich bin immer wieder fasziniert, was es alles gibt. Jetzt habe ich natürlich meine Backform. Was wir jetzt noch machen können, ist ein Schuss Zitronensaft. Aber das können wir auch später machen. Wir nehmen das Gemüse aus dem Ofen, probieren, was fehlt dann. Und dann kurz vorm Anrichten können wir dann quasi entscheiden, in welche Würzrichtung wir dann noch gehen. So, ich gucke, dass ich von jedem was drauf habe. Tomate habe ich, Gurke habe ich, Bok Choy, Paprika. So, Aubergine ein bisschen mehr. Das muss alles. Ich mache jetzt nicht alles drauf, sonst gart das nicht in dem gewünschten Grad, wie ich es brauche, in der kurzen Zeit, wie die Sendung geht. Ja? Ich möchte das auch jetzt tatsächlich, dieses Gemüse später benutzen. Deswegen schmeißen wir das auch als erstes jetzt rein. So, was brauchen wir noch? Noch ein bisschen Aubergine. Ich habe den weiten Weg hierher gemacht. So. Die gibt es auch hier. Die nennt sich nur japanische Aubergine. Kann man auch hier kaufen, beim Gemüsehändler Ihres Vertrauens. Also ist alles kein Problem. So, das reicht uns. Ab in den Ofen dafür. Ja? Hier können Sie alles nehmen, was Sie im Kühlschrank haben. Es muss nicht dieses Gemüse sein. Es können Möhren sein, es kann Sellerie sein, es kann Zwiebel sein. Rote Zwiebeln, halbiert, mariniert, in den Ofen. Ich sag Ihnen, herrlich, herrlich. Es könnte so schön sein. So.
rein und tschüss. So, jetzt kümmern wir uns um unseren Couscous. Also Couscous kennt jeder, das ist quasi eine Weizengrütze, so unser Brühe kocht, kann ich schon runterdrehen. Die ist heiß, das passt. Im Verhältnis Couscous zu Flüssigkeit. Also hier haben wir unseren Couscous trocken, ich habe ca. 200 Gramm da drin. Und dann mache ich ungefähr 200 bis 250 Milliliter Brühe. Brühe ist also in dem Sinn einfach eine Gemüsebrühe. Nur beim Couscous, da geht es ja ein bisschen in die orientalische Richtung. Ich habe da jetzt schon mal mit reingeschmissen. Also viele Stängel, Gemüse, das kocht so vor sich hin. Ich habe da eine Chilischote schon mit reingeschmissen. Die gibt gleich ein bisschen schönes, schärfliches Aroma. Die Chili reinigt ihre ganzen Trakte in alle Richtungen. Also wenn sie schwitzen, es gibt wenig Gesünderes als Schwitzen von Chili. Also wenn sie das schwitzen, das Chili reinigt ihren Darm, reinigt auch die Gefäße. Also deswegen ist das so gesund. Ich habe ein bisschen Chili jetzt mitgekocht. Da haben wir gleich ein bisschen, wie gesagt, pikant in der Brühe drin. Petersilienstängel, Zwiebel, Karotten, alles, was gerade so in der Nähe war. Auskochen, lecker würzen und schon gleich richtig würzen, diese Brühe. Dann habe ich nämlich gleich Geschmack im Korn, im Couscous und kann damit wunderbar arbeiten. Jetzt fülle ich mir schnell mal 200 Milliliter ab. Wie mache ich das? So, eine Kelle. So. 200 bis 250, wir schauen mal. Das muss halt heiß sein, ja, das passt in etwa. Wichtig ist, dass die Menge in etwa stimmt. Wenn Sie zu viel Flüssigkeit haben, dann kriegen Sie eine Pampe. Wenn Sie zu wenig Flüssigkeit haben, dann gart das Korn nicht durch. Das ist auch ein Problem. Dann haben Sie es nämlich so körnig und dann knupseln Sie drauf rum. Also es muss schön knackig, körnig sein. Das ist wichtig. Deswegen, das muss schön heiß sein. Und wichtig ist auch, also nicht den Couscous in den Topf reinschmeißen und da kochen. In dem Fall, also es gibt bestimmt auch Rezepte, wo das nicht schadet. Aber in dem Fall einfach übergießen. So, jetzt warte ich ein, zwei Minütchen und fange dann sofort an. So, die Kamera sieht das. Also die Flüssigkeit, die ist erstmal noch da. Aber natürlich ist die Kichererbse, das Couscouskörnchen fängt natürlich auch an zu saugen, will die Flüssigkeit haben, saugt sich ein. In einer Minute fangen wir an, ein bisschen zu rühren. Wir haben eine wunderbare körnige Konsistenz. So, jetzt machen wir unseren Chipsteig. Ganz feine Sache. Und dann danach schnippeln wir das Gemüse für unseren Couscous-Salat. So, hier sind wir soweit fertig. Die Brühe werde ich nicht mehr brauchen. Jetzt drehe ich die mal runter. Und im Prinzip fange ich schon am besten direkt an zu rühren. Ich nehme meinen berühmten Holzlöffel. Und schauen Sie mal. Also, kann die Kamera das aufnehmen? Schaut mal, ob ihr das draufkriegt, Freunde. Hier haben wir jetzt... Wow. So. So, also ihr seht, die Flüssigkeit ist schon verschwunden, ja. Und jetzt fange ich ein bisschen an zu rühren. So, jetzt kann das Korn auch ein bisschen atmen. So, und der Rest, im Prinzip ist das schon fertig. Jetzt schmeißen wir gleich unser Gemüse rein, lassen das ein bisschen abkühlen machen. Also erst abkühlen, dann Gemüse rein, marinieren. Toller, frischer Couscous-Salat. Da schmeißen wir am Schluss auch noch ein paar gekochte Kichererbsen mit rein. Können Sie auch als warmes Gericht machen. Jetzt den gegarten Couscous zum Beispiel in eine Pfanne rein. Bisschen Olivenöl und Knoblauch, bisschen anrösten, Gemüse dazu. Klecks Joghurt, ein bisschen Minze. Attacke, mehr brauchen Sie nicht. So, was wollten wir machen? Genau, jetzt machen wir unsere Chips. Tolles Rezept. Probieren Sie es aus zu Hause. Eine Sache von 5 Minuten Arbeit. Und wirklich was Tolles. Ich war erstaunt, wie lecker das ist. Also, Kichererbsenmehl, ich glaube 200 Gramm in dem Fall. Und ich brauche lauwarmes Wasser, 80 Milliliter auf 200 Gramm, soweit ich mich richtig erinnere. Hier habe ich 80 Milliliter schon drin, die sollen lauwarm sein. Deswegen halte ich es mal kurz hier über das Warme. Dann erwärmt sich das Glas und das Wasser gleich mit. Und dann habe ich eine lauwarme, schönes Wasser. Genau, ja, lauwarm wollen wir es, lauwarm, genau, lecker, sagen wir. So, Wasser rein, dann kommt ein bisschen Salz rein, mache ich lieber mit den Fingern, so, ein bisschen Salz,
Dann habe ich ein bisschen Kreuzkümmel am Start. Müssen Sie nicht machen. Kreuzkümmel ist halt wieder so ein Game-Changer. Also entweder man hasst es oder man liebt es. Ich übertreibe es nicht mit dem Kreuzkümmel, aber dann haben die Chips einfach so einen leichten orientalischen Touch. Ich liebe Kreuzkümmel. So, und ich mache jetzt noch, habe mir noch einen Mörser mitgebracht, liebe Zuschauer. Und da schmeiße ich jetzt noch ein paar schöne Fenchelsamen rein. Die machen doch ein bisschen was aus. Also, die machen jetzt auch ein bisschen. Oh. Also, so einen Mörser sollten Sie zu Hause auch haben. Alles, was Ihnen in die Quere kommt, können Sie klein hacken. Wir machen noch mal eine Extrasendung mit Gewürzen. Da werden wir unsere schönen Gemüse, werden wir unser eigenes Currypulver machen und solche Geschichten. Da müssen wir das ein bisschen rösten, das Ganze, die Gewürze, und dann in den Mörser. Und Sie werden sehen, was das für tolle Aromen gibt. Kaufen Sie Ihre Gewürze, wenn es geht, am Stück, habe ich Ihnen schon mal erzählt. Oder, wie gesagt, ein Pfeffer, frisch gerieben, das ist einfach ein Unterschied. So, ein bisschen Fenchelsamen rein, nicht zu viel. Fenchel ist auch wieder so eine Sache. Man liebt es oder man hasst es. Aber wir gehen immer erstmal davon aus, wir lieben alles. Und Sie entscheiden zu Hause dann, wie es bei Ihnen ist. Ich denke, in jeder Familie ist jeder Geschmack verschieden. Und das ist auch das Schöne daran. Alle Geschmäcke sind verschieden. 2 Löffel gutes Olivenöl, liebe Zuschauer. Noch ein Tröpfchen. So, zacki, zacki. Ich glaube, das war's auch schon. Jetzt gehe ich einen Löffel rein und dann gehen wir auch schon ans Kneten. Und viel mehr ist es gar nicht. Also das ist so ein einfaches Rezept. Das ist auch genau Küche nach meinem Geschmack. Einfache Sachen, einfach den Aggregatzustand verändern und schon haben sie Chips daraus gemacht. Auch so ein bisschen verrührten Mehl, Salz, Krimskrams. Ne? Also das ist das Faszinierende beim Kochen. Man muss es nur wissen. Und man kann nicht alles wissen, aber man kann vieles von anderen lernen. Oder man guckt diese Sendung. So. Genau, jetzt haben wir natürlich die Grundmasse und wir können in diesen Teig nochmal zum Beispiel getrocknete Kräuter wie Thymian, Oregano. Ich glaube, ich habe im Rezept Oregano mit reingemacht. Genau, so. Mache ich jetzt ein bisschen. Ich habe hier, was haben wir hier? Haben wir Oregano? Estragon passt nicht, aber ich habe hier Oregano zum Beispiel. Da machen wir ein bisschen was in den Teig gleich mit rein. Also müssen Sie nicht. Sie können auch Paprikapulver reinmachen, Sie können Knoblauchpulver reinmachen. Zwiebelpulver ist auch eine schöne Sache. Aber das probieren Sie es einfach mal aus. Und Sie merken dann beim Knabbern, in welche Richtung Sie das nächste Mal marschieren. So, das war's. Das war's schon. Dieser Teig, den lassen Sie ungefähr eine halbe Stunde ruhen. Den schmeißen wir jetzt in eine Schüssel rein. Halbe Stunde ruhen lassen, in einer halben Stunde nochmal kneten, dann verarbeiten. Das machen wir gleich. So, dann haben wir hier unseren Couscous. Der ist also nochmal weiter gegart. Jetzt muss ich, glaube ich, zwischendurch erstmal meinen Arbeitsplatz sauber machen. Wie sich das gehört. So, jetzt ist wieder kurze Zeit zum schnell auf Toilette rennen oder sich was zu trinken aus der Küche zu holen. So. Ja. Wo ist mein Läppchen? Naja, das finde ich gleich. Hoffentlich. Da ist es. So. Sauber muss es sein. Sonst gehe ich hier unter in meinem Klabberdatsch. So, liebe Zuschauer. So. Ich hoffe, Sie sind alle wieder da. Alle wieder auf der Couch. Kann es weitergehen. Also, wir bereiten jetzt unseren Couscous-Salat fertig zu. Also die Grundmasse haben wir, den leckeren Couscous, Sie sehen, der ist schön körnig, der hüpft hin und her, hat genau den richtigen Gargrad, ist jetzt bereit für seine Marinade und für die weiteren Zutaten. Ne? So, so können Sie theoretisch auch schon einfach den Couscous benutzen als Beilage, gibt nichts Schnelleres. Den hauen Sie noch ein bisschen in die Pfanne mit Butter, lecker, irgendwas dazu oder einfach so, bisschen Gemüse dazu,
Ach, liebe Zuschauer, kann das Leben schön sein. So, wir nehmen ein bisschen Gurke. Wir nehmen ein bisschen Paprika. Ich mache jetzt die schnelle Nummer einfach hier. Wir machen das eigentlich anders, wie Sie wissen. Aber heute machen wir es so. Ein bisschen Paprika, eine Tomate schnippel ich auch noch rein. Und viele, viele Kräuter. So, bei der Gurke, die habe ich gewaschen. Wir lassen die Schale gerade mit dran. Und zwar, wir schneiden uns hier einmal einfach ein Eckchen ab, damit die nicht mehr so rund auf dem Schneidbrett liegt. Und ich kann viel besser arbeiten. Das heißt, ich mache mir jetzt schöne Streifchen. So. Also Scheiben, Streifen und dann Würfel. So. So. Und dann, liebe Zuschauer, so, ich habe mich hier überall. Dieser Kichererbsenteig, der ist auch sehr stärkehaltig. Sie müssen aufpassen. Der klebt wie Juchte. So. Zack, die Schalen sind eigentlich auch das, wo die meisten Mineralstoffe drin sind. Ich esse die unheimlich gern. Wenn die Gurke gewaschen ist, ist nichts dagegen zu sagen. Vor allem ist sie dann einfach auch bissiger. Zack, zack. Und die Gurke verleiht dem Couscous-Salat so eine tolle Frische. Da können Sie sogar die Minze weglassen. Also die Minze kann man da auch mit reinmachen. Ein klassisches Tabouleh. Viel Petersilie, viele Minze. Ich mache die Minze gerne als Dip in einem Joghurt noch zum Couscous dazu. Man kann es auch mit reinmischen. Das bleibt Ihnen überlassen. Sie haben auf jeden Fall so eine Anregung und sehen dann, was kann ich draus machen. Also die Grundbasis, Couscous, Gürkchen, Paprika. Machen wir noch ein bisschen Tomate rein. Zacki, zacki. Bei der Tomate würde ich jetzt aber tatsächlich, damit uns das nicht zu matschig wird, nehme ich das Innere raus. Zack. Das schmeißen wir zu unseren Gurken-Inlay. Und das gibt ein Mega-Dressing. Probieren Sie es zu Hause aus. Wir machen es jetzt später erst, wenn die Kameras aus sind. So, Tomate. So. So, und alles rein. Yeah. So, rein damit. Sie sehen, es ist schon bunt, es ist schon lecker. Es schmeckt auch schon, sieht lecker aus. Doch, wir pimpen das noch weiter auf. Ich habe hier auch noch coole Kresse. Die kommt auch rein. Wissen Sie, kennen Sie das, wenn Sie in der Küche sind und auf einmal entdecken Sie, oh, da ist ja noch dies und das ist das und das. Und das schmeiße ich auch noch mit rein. Und das kommt noch mit rein. Und dann, oh. Und das ist das Tolle beim Kochen, dass man beim Kochen merkt, hui. Und das noch, und das könnte auch dazu passen. So, wir machen jetzt einmal die ganze Brigade hier. Dill, Schnittlauch, Petersilie, Kresse machen wir direkt so rein. Ach, herrlich, wissen Sie, das macht schon Spaß. Grün, grün, grün. Alle meine Kleider sind grün. Petersilie und Schnittlauch machen wir eine schnelle Nummer. Ich muss mich jetzt langsam ein bisschen sputen, mir rennt die Zeit weg. Sie wollen ja die anschließenden Sendungen nicht verpassen. Da sitzen die lieben Kollegen schon im Startloch. Aber das kriegen wir. Wir müssen jetzt unsere Chips gleich ausrollen und dann im Ofen backen. Unser Gemüse. Kamera, ist der Ofen an? Ich kann gerade nicht nach hinten gucken. Läuft, ja? Super. Gut. So. So. Zack. So. Jetzt schmeißen wir hier ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern etwas Chiliflocken rein für die Schärfe. Nur ein bisschen. Ich würze noch mal nach mit Kreuzkümmel, weil das ist der typische leckere Geschmack. Ich würze noch mal mit Salz. Nicht zu viel, weil die Brühe tatsächlich ja schon schön würzig war. Pfeffer, frisch gemahlener Pfeffer, lecker. So, Olivenöl. Und den Saft einer halben Zitrone. So, wunderschöne Zitrone. Feine Sache. Lecker, lecker, lecker. So. So,
Uiuiui. Das frischt mich schon an, liebe Zuschauer. Also, das wird Ihnen hoffentlich auch. So, und jetzt schmeißen wir unsere gekochten Kichererbsen rein, die ich hier versteckt habe. So. So, mal einen schönen, schönen Salat. Der ist soweit fertig. Da könnte man jetzt einen schönen Minzjoghurt dazu machen. Bieten wir auch bei mir auf der Arbeit an. Kichererbsensalat mit Minzjoghurt, schön in Gläschen abgefüllt, Minzjoghurt extra oder ein kleines Häubchen obendrauf. Die Leute lieben das. Ist fast bei jeder Veranstaltung mit dabei, unser lecker Couscous-Salat. So, jetzt darf ich mich wieder nicht verquatschen, denn jetzt machen wir uns an unsere Chips. So, sauber machen. Gemüse läuft, 200 Grad. Sehr schön. Ober-Unterhitze ist wichtig, denn so werden unsere Chips genauso, wie wir sie haben wollen. So, jetzt nehmen wir unseren Teig her, nochmal kneten. Und wenn ich Ihnen jetzt zu schnell gesprochen habe, dann schauen Sie einfach nach der Sendung in die Mediathek, da sind die Rezepte einfach alle noch mal drin. Und da können Sie noch mal nachschmökern und noch mal nachkochen. Wenn Ihnen das Gericht gelungen ist zu Hause und es hat Ihnen Spaß gemacht und geschmeckt, dann schicken Sie mir doch ein Foto von Ihren gelungenen Rezepten, von Ihren Gerichten. Ich freue mich wirklich riesig, wenn wir da was bekommen. Manche machen das. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen... Hoppa, ist mir zu feucht geworden. Ich muss ein bisschen... Mehl mir herzaubern, habe ich hier Mehl. Ei, ei, ei. Na gut, dann nicht. Ich hätte mir ein bisschen Mehl. Ach, hier habe ich ein bisschen. Ah, oh, sehen Sie? Backpulver muss noch rein. Nee, habe ich reingemacht? Habe ich Backpulver drin? Ich glaube schon. Habe ich vergessen zu erwähnen, aber das ist ja auch der Teig, der schon eine halbe Stunde geruht hat. Da ist Backpulver drin. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen Backpulver einfach als Gleitmittel, damit mir das Holzröllchen nicht so... So. So. Ich habe auch damit überlegt, ob ich das durch eine Nudelmaschine lasse, aber machen Sie es lieber nicht. So. Ja, so. Also das ist jetzt... Machen Sie so dünn, wie Sie können. Sie sehen, ich bin jetzt in der Hektik ein bisschen unvorsichtig und ich hätte mir ein bisschen Mehl bereitstellen sollen müssen, um einfach besser hier rollen zu können. Aber gut. So, ich schneide mir jetzt die Stücke raus, die ich haben will. So, ich mache jetzt Dreiecke. So, und hier auch. Chop, chop, chop. Wie Sie schneiden, überraschen Sie mich. So. So, jetzt kommen unsere Chips da drauf. 200 Grad oben Unterhitze, jeweils 5 Minuten. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Beiden Seiten 5 Minuten, die werden so knusprig. Durch das Backpulver gehen die in der Mitte noch ein bisschen hoch, schlagen kleine Bläschen, aber das werden Sie gleich sehen. So, zack und rein damit. Hervorragend. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast so weit und fertig und werden anrichten. Also das geht wirklich ruckzuck im Ofen. Im vorgeheizten Backofen kommen wir da ziemlich gut hin. Mein Platz ist auch schon wieder fast sauber. Jetzt hat sich ein kleines unerwartetes Zeitfenster geöffnet. Gut, aber das kriegen wir auch rum. Also wir fangen einfach an, schon ein bisschen anzurichten, während unsere Kichererbsen jetzt im Backofen schön vor sich hin backen. Unser Gemüse auch. Gut, also wir brauchen mindestens 3-4 Minuten. Ich habe mir überlegt, was machen wir? Wie richten wir unseren Couscous an? Probieren Sie mal einen kleinen Trick aus. Gibt es beim Asiaten auch viele Fragen. Wie kriegen die im Asia-Restaurant so ein schönes Reistürmchen hin?
Die meisten werden es wissen. Man nimmt entweder eine Kelle oder derartiges oder nimmt mal sowas. Jetzt gucke ich mal, ob das überhaupt unser Couscous körnig oder klebrig genug ist. Wir probieren es einfach aus. Also, das Schälchen ein bisschen anfeuchten. So. Unseren leckeren Couscous-Salat, dem schadet es natürlich auch nicht, wenn er noch ein paar Minuten oder mal ein Stündchen atmet, damit sich die ganzen Geschmäcker schön vermischen können. Aber diese Zeit haben wir natürlich jetzt nicht. Ich will Ihnen ja einen schönen Teller präsentieren, damit Sie Lust kriegen, das gleich zu Hause nachzumachen. So, ein bisschen andrücken. So, schauen wir mal. Na ja. So. Dann, was wir jetzt noch als Süßchen nehmen, steht nicht im Rezept, aber brauchen Sie auch kein Rezept. Ich habe jetzt einfach einen schönen 3,5%igen Joghurt, Naturjoghurt. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Salz rein und ein kleines Schüsschen, mini Schüsschen Knoblauch, ein bisschen Salz. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel Minze reinmachen. Muss man nicht. Kann man machen, muss man nicht. Lass den jetzt neutral, weil wir schon so viel Grün im Couscous haben. So, Joghurtchen. Jetzt schauen wir mal unsere. Oh ja, die Chips sehen gut aus. Das könnte diesmal was werden. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Oder in dem Fall ein Chip. Nein, Spaß beiseite. Tolles Gericht. Ich bin gespannt, wie es Ihnen zu Hause gelingt. Mir ist es heute ausnahmsweise, glaube ich, gelungen. Aber das werden wir gleich sehen, wie das alles dann auf dem Teller ausschaut, liebe Zuschauer. So, ich bin immer selber sehr gespannt, weil wenn wir da schön durchdrehen, das muss ja alles funktionieren. So, wir richten lecker an. Tomate machen wir an den Rand, weil die ist natürlich noch ein bisschen wässrig sozusagen. Die Gurke, probieren Sie die Gurke aus. Einfach mal so, die feine Aubergine. So, und der tolle Pak Choi, der nach dem Ofen immer noch so klasse ausschaut. Den können wir fast so ein bisschen oben drauf legen. Ja, wir sagen immer in der Küche, bau hoch, hochstapeln. Dann hat der Gast das Essen direkt vor der Nase und ist immer begeistert, je näher es an der Nase dran ist. Also immer schön hochstapeln, wenn Sie was präsentieren wollen. Hier nochmal der Pak Choi in seiner vollen Pracht. So, das können wir fast so lassen. Jetzt mache ich noch ein Kleckschen von unserem Joghurt hierhin, dahin und hierhin. Da kann man das Gemüse schön reindippen. Und jetzt kommen unsere Kichererbsen. Machen wir gerade so. Und so. Schönes, knuspriges, leckeres Kichererbschen. So würde das dann aussehen, wenn Sie bei mir im Restaurant zum Essen kommen und dieses Gericht bestellen oder es zu Hause selber machen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn Sie nächstes Mal dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, viel Spaß beim Kochen. Bleiben Sie munter, machen Sie alles gemeinsam, lassen Sie es schmecken. Tschüss.